Schlecht. Nimm mal Material, ich hab nicht mal Steuer oder irgendwas. Ich kann mir nicht mal mehr eine Waffe bauen. Sein verdammter. Okay, den muss ich halt. Mir ist Minecraft gerade abgestürzt. Black Screen. Verdammt. Ja, wir sind dann jetzt gleich wieder. Und da sind wir schon wieder. Jetzt habe ich Minecraft neu starten müssen, weil es mir gerade voll ab geschmiert ist. Ich muss den Sound leise machen, der ist mir schon wieder zu laut in der Aufnahme. Also ich bin da gerne irgendwo gestorben. Und ich habe gerade gemerkt, dass mein Spawnpoint doch nicht resettet. Oh, Creeper! Holy shit! Schreck mich doch nicht so, du blödes Drecksding. Also das Spawnpoint wird doch nicht resettet, indem dass man sich in ein Bett hineinflaggt und einfach mal eine Runde pennt. Sondern man spawnt trotzdem am normalen Spawnpoint. Aber ist ja wurscht. Immerhin kann man die Nacht überspringen, wenn man jetzt mehrere Bauphasen hintereinander machen will, ohne irgendwie vom Monster gestört wäre oder so. Und ich befürchte, dass mir komplettes Material weg ist. Ja. Ist ja gut. Okay, in dem Fall ist doch alles weg. Scheiße. Alles weg. Alles weg. Die ganze Wolle, die ich gesammelt habe, mein Werkzeug, das ganze Leder, also mal so. Also wir fangen jetzt quasi wieder von neu an. Ach ja. Und das nur, weil Minecraft abgestürzt ist. Es wird nämlich bei einem Absturz das Inventar trotzdem gespeichert. Und das Inventar war leer, weil ich gerade 2 Minuten davor verreckt bin. Ja, dahinter hupft wieder so ein Creepy umeinander. Schön gut. Toll, da sind Skelette und ich habe nicht mal eine Waffe. Ach du Scheiße, eine Spinne. Und Skelette. Und eine Spinne. Na gut, wenn ich jetzt abnippel, ist es eh egal. Allerdings. Ist das schon wieder das Skelett? Und dahinter ist nochmal eine Spinne. Oh, ja, es ist doch so. Aber nichtsdestotrotz, ich brauche Holz. Muss man nochmal ein neues Werkzeug machen. War, bevor irgendein Viech Notiz von mir nimmt und mir sofort wieder Zombies schieb. Oh. Spinne in meinem Haus. Was zur Hölle? Du kommst schon da hin, die Tür war zu. So, ich penne jetzt zuerst, dann bin ich die Viecher da nochmal los. Dann ist es zwar wieder Tag. So. Hang weg! Jetzt fix. So. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte zu meinem Werk machen. So. Machen wir wieder Holz. Dann brauchen wir wieder ein paar Sticks. Ich bin nicht weg, ich bin am Schaffen. So, was haben wir da den. Da wäre sogar Holz gewesen. Egal. Ich brauch. Kann ich jetzt? Ah, weg. Ich brauch als erstens wieder lumpiges Drecks Holzwerkzeug.
damit ich Stein abbauen kann, damit ich... Das mache ich am besten gleich. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt überhaupt nicht gewollt. Eigentlich schon, aber das dürfen wir mir halt, müssen wir mir nicht sagen unbedingt. So. In die tieferen Ebenen hinab. Dabei kommt man schon die nächste tolle Idee. Und zwar... wir können unser Lorter bauen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Man nimmt einfach... ein paar... Sticks und setzt sie in so einer H-Form an und es gibt einen Hofer Lorter. So. Lorter. Jetzt habe ich wieder zu wenig Sticks, jetzt habe ich alle Sticks aufgebucht. So. Machen wir erstmal eine Steinspitzhacke. Und wir machen Stufel, das können wir später machen. Eine Steinaxt ist nur wichtig. Und ja gut, es langt wieder. So. So, das geht schon viel schneller. Leg, leg. So. Eisen. Eisen! Mein erstes, zweites Eisen. Naja, ist eigentlich erst Eisenerz. Her damit! Okay, drei Eisenerz. Aber immerhin, gleich im Keller haben wir genau lang suchen müssen. Du, 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 du. So, jetzt haben wir mal wieder ein paar Störer. Und... ja, wir setzen jetzt so ein bisschen... so ein Lord daher. Bei der Lorte, die hat die praktische Eigenschaft, dass man sie zwar direkt aneinander setzen kann, aber nicht unbedingt muss. Das heißt, man kann zwischen jedem Leiterteil einfach ein Feld freilassen und kommt trotzdem problemlos über die Lorte auf. So, was ich vergessen habe zu machen, genau das wollte ich. Ein Schwert, damit ich wieder was zum mich verteidigen habe. Geronimo! Stirb, Spinne! So. Und stirb, Schwein! Du Schwein! So, da vorne war vorher das Skelett. Das dürfte jetzt eigentlich getoastet worden sein bei Sonnenaufgang. Das heißt, da liegen Knochen. Ah, ich hab's doch so gewusst. Und da ist ein Zombie gestorben, da liegt der Pferde. Gut. Gut, gut, gut. Da waren irgendwo noch mehr Zombies. Wo liegt das ganze Material? Material. Material. Toll, oh Wolle. Wieso finde ich keinen Wolf? Ich will jetzt einen Wolf finden. Ey,
weiß jetzt natürlich nicht, zu welcher prozentualen Wahrscheinlichkeit ein Wolf spawnt. Die sind sicher nicht ganz so massig, weil die sind verdammt nützlich, so im Kampf gegen ja, gegnerische Feinde. Und deshalb kann es sein, dass man sich schon ein bisschen anstrengen muss, um überhaupt einmal einen Wolf sichten. Ja, schon wieder ein Zombie. Da muss ich irgendwie alles voll erhöhen. Da muss ich irgendwie alles voll erhöhen, sie. Aber ich habe keine Skelette klar. Ich will Skelette, weil ich brauche Knochen. Mit Knochen kann ich mir einen Wolf zähmen. Ich will jetzt so einen Wachhund, ich will jetzt so einen, verdammt. Also ein Wolf greift Menschen standardmäßig nicht an. Das heißt, ein wilder Wolf geht eigentlich nur auf Schöf, glaube ich, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob automatisch Gegner angreift. Aber er greift Schöf an, automatisch. Auch nicht, dass er was tun muss. Und er greift jeden anderen Gegner an, der nie angreift, wenn ich einen gezähmt habe. Und das würde ich jetzt echt verflucht gerne mal ausprobieren, aber ich scheine da irgendwie nicht sehr viel Glück zu haben in meiner Suche nach einem Wolf. Und ja, ich weiß, dass ich mich strandlosendlich mal fertig baue. Ich will es doch sehr. Aber das mit dem Wolf, ich finde das so cool, ich will das jetzt einfach als erstes ausprobieren. Und wahrscheinlich... Und wahrscheinlich ist es am besten, wenn ich dazu kaputt. Was wollte ich sagen? Ja, genau, wahrscheinlich ist es am besten, wenn ich dazu einfach einen Aufnahmestopp mache. Ich habe zwar gesehen, die filmen alles, egal was ich mache. Creeper. Andererseits, es ist nicht gesehen, dass sie auf der Map überhaupt einen Wolf findet, weil die Map ja erstellt war ich bevor das Update mit der Wolf rausgekommen ist. Das heißt, es kann sie das alles in meiner Sichtweite überhaupt keinen Wolf beinhaltet, obwohl ich eigentlich die spawnen ja auf der Map. Naja, egal, was soll's. Also. Ja, ich mache jetzt einen Aufnahmestopp und man sieht sich dann wieder, sobald ich den Wolf gefunden habe. Und ich suche jetzt da einfach. Ja, okay, wir sehen uns in dem Fall bis gleich.